Herzlich willkommen zur Hoffnungszeit. Heute aus dem Raum der Stille am Bildungscampus in Heilbronn. Mein Name ist Cornelia Reuß. Ich bin Pastoralreferentin und Hochschulseelsorgerin hier bei Kirche am Campus. Was mir in dieser Zeit Hoffnung gibt, ist, wenn ich spüre, dass die Menschen wieder achtsamer werden für die wesentlichen Dinge des Lebens, dass sie dankbar sind für Kleinigkeiten, für das, was möglich ist. Ich finde, dass das den Umgang miteinander verändert. Um Achtsamkeit geht es auch heute im Evangelium nach Lukas in der Stelle, die ich Ihnen mitgebracht habe. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Beten wir gemeinsam das Gebet, das uns Christen weltweit verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott am Ende dieses Tages um seinen Segen. Gott, wir hoffen auf dich und vertrauen dir. Schenke uns Zuversicht und Mut. Lass uns geduldig sein und durchhalten. Nähre uns mit Liebe und neuer Kraft, dass wir allen helfen können, die unter dem Virus besonders leiden. Segne uns und alle Menschen mit deiner Gegenwart. So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.